Willkommen zurück zu einem neuen Part von Super Mario RPG. So, wir befinden uns jetzt hier dem Vulkan Furio und da versperrt uns irgendwas. Warte, du hast Rasen vor Wut. Was haltst du noch aus? Bam. Okay. Wahnsinn. Doppelte Erfahrung. Naja, komm, das nimm mal mit. Das war einfach. Boah, 72 Erfahrungen. Heftig. So, ich würde sagen, wir gehen mal wieder auf die Ausrüstung. Erfahrungsturbo und Mello geben mal die Borstelbrosche. So. Versuche jetzt einfach mal den. Oh, verdammt. Der Stampfrumpf, Hammer. Der Stampfrumpf hat sich aufgelöst, okay. Stärketrank. Hallo Anni, willkommen zurück. Schön, dass du da bist. Schon wieder so einer. Ja, wie die Liegestütze machen. Mann. Okay, witzig. Der ist ja echt schwach gewesen. Doppelte Erfahrung nochmal. Komm, wir nutzen es. Wir haben ihn und somit haben wir wieder weitere 72 Erfahrungen gesammelt und Mario steigt wieder auf. Wahnsinn! Wer ist dieser komische Typ hier? Sieht aus wie so ein komischer Feuertod. Ey, grüß dich! Hab euch antraben hören. Dachte schon fast, ich höre Gespenster. Ich bin Nitro-Tod. Ah, den, was wir suchen müssten! Kommt lieber schnell rein in die gute Stube. Hier ist heißer als im Bowsers Backofen. Hey, hey, hier gibt's Items. Achso, da verkauft hier alles. Dann sollten wir mal alle zulegen, dass wir uns mal wieder eindecken.
Hier gibt's Übernachtungen. Wir sind voll, ja. Hey, hier gibt's Kleidung zu kaufen. Kleidung. Oh, Abwehr plus 6. Angriff sinkt aber und Magieschutz erhöht aber. Ah ja, komm, warum nicht? Der steht ziemlich. Oh, sehr cool. Das war alles? So, hier haben wir nochmal ein weiterer Speicherpunkt. Gehen wir davon aus, es wird schon was Heftiges passieren gleich. Was sagt denn der noch? Vielen mal Dank, kommt jederzeit wieder. Nein! Warum lockt der uns das rein hier? Ich will doch nicht rein. Ich bin ihm ja sehr dankbar darüber. Oh Gott, wie soll man hier rüberkommen? Die Steuerung ist so empfindlich, das ist echt brutal. So, wir haben es. Ist hier der komische Drache, von dem gesprochen wurde? Sieht ganz danach aus. Oh oh. Habe ich schon echt ein bisschen Schiss, obwohl ich gut ausgerüstet bin. Sieht aus wie der Drache von N4 auf dem Cover von N64. Oder was, GameCube? Bam. Aua. Geistiergewalt, oh nein. Das ist heftig. Oh, nicht nochmal. Der Drache ist auf jeden Fall schon mal einiges stärker. Ah, Feuerbälle sind echt mies. Aber ich muss irgendwann mal angreifen. Genau dann passiert das, was man nicht will. Obwohl man eigentlich echt ein starkes Level hat, ist man trotzdem echt ganz schön. Macht gut Schaden. Ultrasprung. Schon heftig. Da. Da brauchen wir definitiv mal ein bisschen mehr Items bei diesem Boss.
Nein. Oh Mann, ey. Mach kaum Schaden, ich bin nur am Heilen, weil der einfach so viel Flächenschaden macht. Oh mein Gott, das war's. Nee, das war's noch nicht. Warte mal, das ist ein Untoter. Dürfte doch normalerweise das eine Item doch was bringen. Wir sind so dem anderen drehen. Das dürfte doch normal klappen. Er ist ein Untoter. Ah, das macht 130 Schaden. Nimm das! Ja, clever, aber das Item stimmt nicht. Da steht, es besiegt Untote. Wow! Ich denke nach, ja. Besiegt Untote im Handumdrehen, aber es besiegt ihn nicht. Also ist es gelogen. Es ist gelogen! Das Spiel cheatet. Sternenstampfer. Oh Gott, das ist schlecht. Das. Nimm da, das sind die Schnauze. Das. Endlich kann Mello auch mal draufhauen und Mello macht ihn platt. Geschafft. Kann's nicht glauben. Kann aber nicht glauben, dass es schon alles war. Kein Secret oder so, ne. Der Stern fehlt denn. Ah, da ist der Stern. Das ist Nummer 6, der rote. Oder wissen wir, der nächste Sternensplitter, er gesagt. Für die Regenbogenstraße für Geno. Ich hab doch gewusst, irgendwas kommt noch. Hey! Du mieser Schurke, wir haben den Stern! Rotbeil! Grünbeil! Wir sind unschlagbar! Gelbbeil oder was? Jetzt kommt noch Blaubeil oder was? Wir sind unglaublich! Und unheimlich hinreißen. Graubeil. Der Schwarzbeil gehört. Macht euch vom Macker hier. Macker. Hey. Jetzt reicht's. Gib das her jetzt hier. Hey, Rotbeil. Schau mal da unten. Das ist der hässlichste Schnurrbart, den ich je gesehen habe. Huhu, widerlich. Der Typ sieht ja schlimmer aus als dieser Mario, der blöde Kerl.
Das ist Mario. Blechbirne. Herhören, Leute. Zuallererst bringen wir den Stern an Bord der Klinge. Um Mario kümmern wir uns später. Hey! Kommt her! Hey, Rotball, sei vorsichtig damit. Mann, du hast echt zwei linke Hände. Jawohl, das ist zum Jump'n'Run, Alter. Boing, 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 boing. Und ich komme nach. Nanu, wo ist sie denn, die Klinge? Nur die Ruhe ist schon hierher unterwegs. Sicher, Rotbeil? Sicher bin ich sicher. Und jetzt entspannt euch. Egal, da ist Mario. Zu spät, er ist viel zu spät. Wo steckt das Ding? Ruhe, ihr Heuldosen. Scheiße, was ist das? Na, endlich! Was, nochmal ein Bosskampf? Im Namen alles Schlechten. Der Bosheit, Ruch und Qual. Erzittert ihr Gerechten. Und spürt des bösen Strahl. Hier komm. Sag nicht Team Rocket. Die Beilbande. Dieses Sternstück gibt den Leuten Hoffnung. Es muss zerstört werden. Oh mein. Ich bin aber voll. Ich habe alles wieder da. Damit treffen wir alle. Jawohl, ich habe perfekt. Das gibt richtig Rein auf die Karacho. Sauber. Donnerbomber! Aua. Was? Wie viele sind es? Oleg! Trifft aber alle. Das ist ja echt hart. Muss die killen, so schnell es geht. Aua. Da brauchen wir wirklich eine erhöhte Angriffskraft. Da brauchen wir wirklich 30 KP der Gruppe wieder. Ja, das ist ja echt ein Witz. Heilt Statuseffekt der Gruppe, aber ich habe nichts, wo alles heilt. Ich habe nur diesen Medium-Pilz, wo ich zur Heilung einsetzen kann. Mehr habe ich leider nicht. Aua, Mann! Mega-Erholung.
Macht nur einen, auch nur einen. Ich habe keinen Flächenschaden mit Mario, das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Da bräuchte ich jetzt wirklich Peach. Ich überlege, ob ich Peach eintausche, weil Peach macht Gruppenheilung, soweit ich weiß. Weil ich glaube, so kommen wir nicht sehr weit, tatsächlich. Ach Mist. What the heck? Das ist brutal, ey. Die sind echt brutal. Muss die so schnell killen wie möglich. Hey, Rotbeil! Was denn? Meine Brille hat einen Sprung. Nicht nur die. Oh nee, jetzt sind wir Pilze. Oh nee. Müssen eintauschen. Das sieht nicht gut aus. Wir brauchen alle Angriffskräfte, die wir haben. Da wieder Mega Erholung. Komm auch nicht groß zum Schlagen, weil die so viel Schaden machen. Ah, Mann. Wir brauchen irgendwas, wo fällt komplett BP wieder her. Royalsirup ist halt selten. Ja, die sind echt hart, auf jeden Fall. Bowser geht auch gleich schon drauf. Bello auch wieder. Ja, halt schon wieder. Geist gemacht. Hey Rotbeil, was denn? Meine Schminke läuft. Auf nächstes Mal bessere. Toll. Ah, es sind noch die drei, okay. Oh mein Gott. Oha. Ah, man kriegt sie doch langsam klein, aber nur langsam.
Erdkracher. Würde so gern mal draufhauen, aber Problem ist, ich muss mich immer heilen. Das ist echt scheiße. Ich habe auch kein Item, wo mehr als 80 KP heilt. Hey Rotball, was denn? Ich hab Kopfweh. Bist außer Form, du Schlaff. Ja, ich hab euch gleich. Aua. Der arme Mello. Darfst es auf keinen Fall verkacken. Oha! Neue Technik. Anfällig. Oh, bei mir dreht sich ja alles. Bam! Genug, jetzt bin ich sauer. Nun setzen wir euch zu Ende. Was kommt jetzt? Formation, Hep! Und los! Aktiviere das Superstrahler. Maximale Aufladung erreicht. Bereit. Dissid. Oh nein. Was zur Hölle? Was? Die sind einfach verreckt. Was ist das für eine brutale Attacke? Wir müssen noch irgendwas tun können, aber ich weiß nicht, was dagegen hilft. Beginne Aufladung. Schlafenszeit bringt wahrscheinlich nichts gegen die Stille, Psychobombe. Gruppenknödel, die Kapitänegruppe wieder her und heile ihre Statuseffekte. Oh, das ist verdammt gut. Ach, schon heftig, ey. Gruppengetränk, das Zahlrad, wo ich das jetzt nochmal? Fällt 80 KP wieder her. Ja, ich muss auf jeden Fall heilen, so gut es geht. Genau, Aufladung. Das kann nicht sein, wir sind unschlagbar. Jawohl, träume ich die Beilbande. Wow! Mein Gott! Wir haben gewonnen gegen was? Nur 17 Erfahrung? Ah, das ist doch ein Witz.
Ja, die waren jetzt echt nicht ohne. Vor allem, als es so 5 waren, war das echt schon ein bisschen knapp. Aber ich habe mich durchgesetzt tatsächlich. Aber wir haben jetzt den nächsten Stern, den Stern Nummer 6. Ich hab's geschafft. Wir haben den Stern endlich. Bin sehr froh darum. Aber 6 Sternstücke sind nun gefunden. Doch wo nur könnte das letzte Stück sein oder wer können oder wurde genau. Bergfurio in Nimbusland. Gehen wir mal nach Nimbusland. Mama, Papa! Hast du deinen Stern finden können, Liebes? Ja, das haben wir. Die Beilbande hatten ihn uns zwar weggenommen, aber nun haben wir ihn wieder. Wundervoll. Und nun kann die Sternenschranke sicher wieder repariert werden, oder? Ach so, nein, vermutlich doch nicht. Es fehlt schließlich noch ein Sternstück, wenn ich es recht verstehe. Der letzte Stern. Wartet mal, es bleibt doch nur noch Bowsers Festung. Dort müsst ihr suchen. Ja, das wissen wir, aber es gibt keinen Weg hinein, glaubt mir. Wir haben es versucht, aber gewiss, gewiss, nicht mal Mario kann so weit springen. Also gut, dann erlaube ich euch den. Das ist die Idee, Liebster. Ihr könnt den königlichen Bus nehmen. Was? Der Bus? Ja, Mello, die Zeit ist gekommen. Ja, da du den Bus benutzen darfst. Ach, als ich in deinem Alter war. Ehrlich, ich darf ganz bestimmt. Aber natürlich, Liebes, ich werde den Mechanikern anweisen, den Bus zu reparieren, bis du uns wieder verlässt. Denn du musst Mario zu den anderen einfach helfen, das letzte Sternstück zu finden. Yay, auf jeden Fall, Mama. Komm, Mario, los geht's. Der Bus wurde endlich repariert. Wir können die Fahrten wieder aufnehmen. Ah, okay. Prinz Mello, wir möchten zu Bowsers Festung. Könnt ihr uns dorthin bringen? Deine Hoheit, König Nimbus, hat mich bereits darüber unterrichtet. Ihr werdet in 0, nichts am Ziel sein. Da kommt er. Da ist der Bus. Der Wolkenbus. Und wie läuft der Motor? Oh, der schnurrt wie ein Kätzchen. Könntest du bitte Prinz Mello bis zum Eingang zu Bowsers Festung bringen? Selbstverständlich. Ich kann es kaum erwarten, endlich wieder meine Fahrten aufzunehmen. Komm, Prinz Mello, hüpft rein. Cool. Sind wir mit einem Prinzen befreundet? Alles einsteigen! Abfahrt! Du hast das Spiel schon durch, Kev, hast du gesagt. Komme ich überhaupt wieder zurück? Normalerweise ja schon, oder? Boah, der süße Duft von brodelnder Lava. Echt prächtig, wieder zu Hause zu sein. Dimitrich wird dafür bezahlen, dass er mir meine herrliche Festung geraubt hat. Ah, jetzt kann man ganz normal laufen. Okay. Cool, baut das Festung. Gut, Leute, hier machen wir erstmal Ende des Parts. Beim nächsten Mal geht's mit Bowsers Festung weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst euch gerne einen Daumen für das Video da und ich sag mal ciao.